Heiko, es geht weiter mit Let's Play Tales of Graces. Beim letzten Mal haben wir uns nach Walbrück begeben und befinden uns hier im Seitenturm Südwest U1. Südwest, links unten, U1, okay. Ich werde darauf achten, wo wir uns befinden. Vielleicht hilft mir das dann weiter, denn ich habe, wie bereits erwähnt, diesen Turm nicht so gut in Erinnerung. Was heißt Turm? Diese Türme, dieses ganze Gebilde hier. Hier ist schon mal nur ein Weg am Anfang. Das ist gut. Ein Weg ist immer gut. Dann kann ich mich eigentlich nicht verlaufen. Hauptturm Südwest. Okay. Ein Elfengewand. Das ist doch schön. Das klingt nach mehr Verteidigung. Und mehr Verteidigung ist immer gut. Richard, willst du mehr Verteidigung? Warte mal. Kampfpanzer. Ha. Was war's? Elfen? Ist das vielleicht für die Damen? Ist das für die Damen? Nein. Jetzt bin ich verwirrt. War nicht gerade irgendwas mit Elfen? Moment, das ist ein Accessoire. Jetzt bin ich verwirrt. Ein Moment. Objekte. Elfengewand. Ausweichen. Ja. Richard kann es an. Ah, Moment. Ist das für Richard? Ah, da ist es. Ja. Magieverteidigung geht ein bisschen runter, aber das ist okay. So, was ist hier? Gibt es einen Weg nach oben und sonst nichts weiter? Das ist auch gut. Bisher ist der Dungeon nicht schlimm, denn bisher gibt es nur einen Weg. Vielleicht bleibt es ja auch so. Vielleicht habe ich auch eine falsche Erinnerung. Vielleicht war der Dungeon hier gar nicht schlimm. Moment. Kann ich hier absteigen? Okay, es ginge quasi noch weiter hoch. Jetzt sind wir im Hauptturm. Ah, U1, das war also, wir waren quasi im Keller unten. Was? Die Tür führt raus, was? Auf die Brücke. Okay, da wollen wir also nicht hin. Sonst ist hier nichts. Ja gut, dann geht's ja nur weiter nach oben. Oh, wie viele Stockwerke sind das denn? 3? Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss. Und was geht noch höher? Oh Gott, jetzt wird's ja zu schaut's schon auf, Leute. Da steht immer noch Hauptturm Südwest. Okay, ich bin jetzt quasi im ersten Stock, merke ich mir. Da geht's raus. Und da geht's raus und da geht's noch weiter hoch. Oh mein Gott. Wir gehen erstmal runter. Wir gehen erstmal runter. Finden Feinde. Das ist in Ordnung. Königliche Feldwebel, Soldat und Bogenschütze. Ih, Bogenschütze. Das klingt nicht gut. Das klingt nach, du greifst aus der Entfernung an und tust mir weh und darauf habe ich keine Lust. Deswegen vermöbel ich dich zuallererst. Haha. Autschi. Au, 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 au. Erstmal halt mir mal den Rücken frei, Mann. Du bist doch mein Ritter. Entfalte dich auch so. Dankeschön. Vermöbel so lange diesen Scharfschützen hier. Hey! Hörst du auf, erstmal anzugreifen? Sehr schön. So. Was ist der letzte? Plop. Pascal. What's an airhead? Someone who's so smart, they can control air with their mind. Wow, you're amazing. Ob Pascal das wohl kann? Bestimmt kann sie das. Pascal kann alles. Gut, da ist noch ein Weg. Hey, ein Speicherpunkt. Richard, are you wounded? No, just frightened is all. Whether they're traitors or not, I'm still raising arms against my own people. It pains me to think of it. You don't need to suffer like this, Richard. All of your fear and doubt, let me bear it for you. That's why I'm by your side, after all. I need you to keep on. That's the only way I can be saved. How will that save you? Being your sword is a kind of salvation. I don't have a place in this world, but your hope gives me hope. In that case, Asbel, let's continue on. You got it. Ach, die beiden. Zusammen schaffen sie schon. Okay, da geht's weiter nachher. Ich würde aber sagen, dass ich erstmal auf der linken Seite bleibe und das fertig erkunde, wenn es geht. Dass wir uns quasi erst um den Südwesten kümmern, bevor wir uns nach Osten begeben. Oh je. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich den Überblick behalte. Vor allem mit den verschiedenen Stockwerken jetzt auch noch. In welchem Stock waren wir jetzt? Im ersten Stock? Ja, ich glaube, im ersten Stock sind wir jetzt. Und ziehen noch weiter hoch. Ja, das ist ganz schön riesig, dieses Gebiet, aber... Wir kriegen das irgendwie geregelt. Irgendwie wird es klappen. Das war gerade ein bisschen Overkill von mir. Aber egal. Richard darf das. Er ist ein Prinz. Er darf Overkill. Tun. Gut.
Wie gesagt, erstmal hier unten umgucken. Oder auch nicht. Die ist wohl verschlossen. Na, kein Problem, wir sollten das Südtor eh zuletzt öffnen. Ach stimmt, das Südtor. Ja, stimmt. Erst das Nordtor, dann das Südtor. Okay, ich möchte aber trotzdem noch mal gucken, was hier unten, ob dann das gleiche kommt. Deswegen, nein, dann sollen wir erst später hin. Dann wissen wir ja zumindest schon, wo wir am Ende hin müssen. Vielleicht ist deswegen auch der Speicherpunkt hier quasi nochmal der Speicherpunkt vom Ende des Dungeons. Dann haben wir eventuell gerade das Ende des Dungeons gefunden. Naja, auch okay. Dann wissen wir zumindest, wo das Ziel hinführt. Das heißt, wir müssen erst in den Norden und die Brücke dort irgendwie aktivieren und danach hier runter in den Süden und die Brücke irgendwie aktivieren. Eine Art Pausenraum zu bewachen, was er alles weiß, ne? Unglaublich. Möchte ich da rein? Nee, eigentlich nicht. Nee, wir bleiben erstmal im Westen jetzt. Okay, so. Es ist nur die Frage. Wir gehen erstmal ganz hoch. Wir gehen erstmal ganz nach oben. Tak, tak, tak. Und gucken, was sich hier befindet. Aha. Komme ich damit nur in den Osten rüber? Dann möchte ich hier eigentlich noch nicht lang. Das ist so furchtbar. Aber okay, dann ist der zweite Stock quasi nur auf dem Dach oben drauf. Es ist überhaupt ein richtiger zweiter Stock da, das ist mehr ein Dach. Dann haben wir Keller, Erdgeschoss, erster Stock und Dach. Okay, krieg ich hin. Kann ich mir merken. Komme ich mit klar. Kein Thema. Damit kann ich arbeiten. Nice, Richard. That was impressive. Well, I'm nowhere near your level, Asbel. Die Sprüche wiederholen sich langsam auch. Sind zwar ziemlich viele bei Tales of Graces, aber irgendwann wiederholt sich's dann. Doch, ich komme hier nicht mal lang. Hier sind nämlich Kisten im Weg. Dann ist es ein ziemlich unnötiger Weg gewesen. Aber gut, dass wir das geklärt haben. So, dann sind wir jetzt wieder im ersten Stock. Und gehen weiter nach Norden. Da haben wir eine Wache und einen kleinen Balkon, so wie es gerade aussah. Also schon wieder Bogenschützen. Die gehen mir so ein bisschen arg auf die Nerven, muss ich sagen. So ein ganz klein bisschen arg. Und du mit deinem Schwert gehst mir auch auf die Nerven hier. Zwei gegen einen. Wir unten kämpfen zu dritt gegen einen Feind, oder was? Hallo, jetzt rennt er einfach weg. Cast ich halt irgendwas. Ich weiß gar nicht, was ich caste, aber es wird wehtun. Und... Ah ja, Holy Dance. Haha. Wow, verfehlt. Genial, Richard. You thought to stop us. Okay, Kampf trotzdem gewonnen. Gut, hier ist ein Balkon. Nein, ich komme von unten. Oh, seht ihr, ich habe schon die Orientierung verloren. Diese Kämpfe lenken mich so sehr ab. Wir wollten nach Norden. Aber wir müssen die Nordbrücke runterlassen. Erster Stock. Bleiben wir im ersten Stock erstmal. Keine Ahnung. Bleiben wir im ersten Stock erstmal. Es sah gerade so aus, wäre es der letzte Turm. Und hätten wir vier Türme in einer Reihe. Natürlich dann Osten und Westen, also acht Türme insgesamt quasi. Mit vier Ebenen. Oh je, je. Okay. Na, vielleicht ist es gar nicht so verwirrend, wenn man sich diesen Aufbau mal so bildlich vorstellt. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Gut. Jetzt dürfte es hier oben nicht mehr weitergehen, oder? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Dunkelscheinkristall zum Waffendualisieren. Dann... Hier geht's nur nach oben. Okay, dann gehen wir hier jetzt mal nach oben. Gucken, was hier ist. Was ist hier? Ein Weg nach rechts. Na gut, wir schauen mal, ob es da weitergeht. Aber ich will dann eigentlich erst nochmal zurück. Weil wir den anderen... Oder... Ja, gut, wir müssen den Turm unten drunter noch erkunden. Quasi Turm Nummer 3 nenne ich den jetzt mal. Wenn wir den Turm 1 unten links angefangen haben, nach oben zählen. Aber wenn es hier gerade rüber geht... Wir müssen ja die Nordbrücke runterlassen. Deswegen hätte ich mal, dass wir in einem der nördlichsten Türme irgendwo einen Schalter finden oder so. Sometimes I can't help but envy you, Pascal. Forgive me, Your Majesty. I hadn't realized... No, I didn't mean that I wanted your staff. Was hat er denn dann gemeint, dass sie so krass zaubern kann? Huch, den habe ich gar nicht kommen sehen eben. Das war zu plötzlich.
viel zu plötzlich. Aua, aua. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ich würde gern zaubern, aber die lassen mich nicht. Das ist voll fies, Mann. Norm. Ach, Rachebeißer ist so cool. Rachebeißer ist so eine coole Attacke. Einfach so Norm und Feinde weg. Ja gut, wir gehen jetzt. Wir gehen hier mal runter. Ich merke mir, Turm 3 haben wir noch nicht alle Stockwerke erkundet. Ah, das sieht sogar aus. Ne, da kommen wir auch von dahin. Okay. Buch der Begabung. Yay. Bist du ein Schalter? Das ist das Hebel für das Nordturm. Momentan brauchst du den nicht. Nicht? Ich dachte, ich soll erst das Nordturm, dann das Süd. Nein? Nein, ich. Okay. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück, bevor ich mein Erkundungssystem komplett vernichte. Und erkunden erst Turm 3. Ich brauche den Hebel nicht, aber hat er im Süden nicht auch gesagt, dass wir. Er hat doch im Süden unten gesagt, dass wir das Südtor zuletzt runterlassen. Das heißt doch dann logischerweise das Nordtor zuerst, weil es sind ja nur zwei Tore. Ist okay. Ich spiele das Spiel. Ich spiele das Spiel. Ich erkunde einfach alles im Match und irgendwann über die richtigen Hebel stolpern. Schalter, wenn ich sie nicht übersehe. Ich hoffe mal, ich übersehe sie nicht. So, wir gehen nach oben, würde ich sagen. Erstmal aufs Dach, falls das hier wieder ein Dach ist. Ja, scheint wieder ein Dach zu sein. Was haben wir hier eigentlich? Nur einen Weg nach hier drüben. Na gut, dann gucken wir. Eigentlich wollte ich ihm ausweichen diesmal, aber es hat nicht funktioniert, wie ihr sehen könnt. Bam, 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 bam. Na gut. Erfahrungspunkte können die schaden, nicht wahr? Fertigkeitspunkte für neue Techniken und ein bisschen bessere Statuswerte und sonstiges. Immer her damit. Oh nein, 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 keine Elefante. Okay, Richard. Ist gut. Du kannst das. Du bist super klasse. So, wo kommen wir denn hier hin? Müsste jetzt quasi Turm 6 sein, wenn ich so im Kreis rumzähle. Was? Okay, von der anderen Seite sind Soldatenstimmen zu hören. Die Tür lassen wir besser zu. Wenn ich jetzt hier nach oben gehe, müsste ich eigentlich nur zu dem Turm kommen, in dem wir schon waren. Ja. Okay, oh. Feinde respawnen ziemlich schnell, merke ich gerade. Eventuell sofort, wenn man das Gebiet verlässt. Erst bei diesen ganzen Türmen mit Räumen und Türen. Türme mit Türen, wow. Ziemlich schnell geht. Na gut. Na gut, na gut. Dann werden wir erstmal noch den Turm Nummer 3 unten erkunden. Denn da waren wir ja noch nicht. So. Hier rein. Und dann möchte ich ins Erdgeschoss, bitte. Haben wir bei den anderen Türmen alle... Oh Gott. Okay, was gibt's hier? Hier gibt's Essen, dass wir uns nicht klauen können. Ich will mal ein paar Äpfel mitnehmen, Mann. So Proviant für zwischendurch. Hier ist keine Tür. Nein. Okay. Auf der Brücke werden wir sicher umzingelt. Ja gut, wenn du meinst, Richard. Du weißt das bestimmt besser als ich. Ich glaube zwar nicht, dass du schon so oft hier warst, aber du kennst dich hier trotzdem sehr gut aus. Da ist ein Hebel. Das ist der Hebel für die Nordbrücke. Warum auch immer der da ist. Okay, ja, mach. Sweet! The North Bridge is up! So far so good. Now we just have to activate the South Bridge. Once it's lowered, we can open the gate. But the control room for the gate is locked, and the key is in the central tower. Let's go there first. Zentralturm. Okay, wir brauchen einen Schlüssel aus dem Zentralturm. 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 Ich überlege, welcher dieser Türme zentral ist, weil in meinem Kopf sind das gerade 8 Türme, die also quasi so in 2 Reihen da stehen. Wo ist denn da ein Zentralturm?
Oh je. Yeah. Komme ich von hier aus rüber? Nein. Okay, komme ich von hier aus rüber? Ich möchte jetzt bitte die Ostseite erkunden. Und natürlich finde ich jetzt keinen Weg mehr nach drüben. Doch, da. Da ist ein Weg nach drüben. Ach ja, da war der Speicherpunkt. Genau, und hier unten konnten wir nicht rein, von wegen... Genau. Okidoki. Lass mich mal... Ist da... Ich glaube, da oben sieht man gerade doch... Ist da noch ein Turm in der Mitte? Wie komme ich da denn hin? Stimmt, wir riskieren einen Kampf. Okay. Okay. Es ist gar nicht so einfach, die Ostseite zu erkunden. Unten kamen wir nicht... Okay, wo ist überhaupt noch ein Weg jetzt? Bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Das musste irgendwann passieren. Aber ich weiß zumindest, wir müssen nach Osten. Und da ist es schon mal okay. Ging es hier rüber? Irgendwo ging es doch rüber. Ich weiß nur, es ging doch auf mehreren... Oder bin ich einfach auf der falschen Höhe? Wo sind wir gerade? Sind wir gerade im Erdgeschoss? Oder im ersten Stock? Ich glaube, wir sind im ersten Stock gerade. Ja, doch, erster Stock. Okay. Huch! Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich wirklich absolut nicht gesehen gerade. Ich guck mal, ob wir hier aus nach unten können. Wahrscheinlich nicht. Weil da ja auch wieder Soldaten sind oder Wachen oder Stimmen oder was weiß ich was. Alles auf einmal. Das war vorher Wachen und Stimmen. Das wäre ja krass. Oder Soldaten und Stimmen. Wie kann sowas denn passieren? Au, hat er mich gerade mit seinem Bogen gehauen? Schon so ein bisschen verzweifelt, der Typ, aber ich kann es verstehen. Was your best? Ja, Richard, mehr haben die Soldaten hier nicht drauf. Okay, geht's hier? Hier geht's doch rein. Ich bin verwirrt. Geht's hier runter? Ja, gut. Gut. Feind, direkt vor meiner Nase. Nicht so gut. Nicht so gut, nicht so gut. Das sind eigentlich immer die gleichen. Au, 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 au. Und Richards Attacken hier sind ja sehr effektiv gegen... Menschen. Von daher sind die gar nicht mal so schlimm. Immerhin etwas. Ich meine, der Dungeon an sich ist schlimm genug, dann müssen nicht auch noch die Feinde schlimm sein. Ich bin sofort ein Mystisch aufzuhauen. Ging ja auch so schnell genug. Wahrscheinlich sogar schneller, als wenn wir uns die Animation hätten angucken müssen. Hallo du. Willst du deinem Kumpel helfen? Kann ich verstehen. Wenn das zwei Bogenschützen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich sollte einen gleich außer Gefecht setzen. So. Jawohl. Never. What's our motto? Never give up. Ich mag den Spruch. So. Wo wollte ich hin? Nach unten. Nach unten, nach unten. Oder Moment mal, ist hier der Zentral. Da ist der Zentralturm, schätze ich mal. Look, the key. Once we have this. Someone's here. What? Richard! Richard! Oh no! I did it! I did it! I killed the prince! Sophie! Pascal! Grab him! He'll call reinforcements! Come on! Just hang in there! Stay with me! Huh? Richard? How dare you?
You filthy scum! You'll pay for what you did to me. You'll suffer like no other. Richard, stop! That's enough! It's not enough. It'll never be enough. It's nothing compared to the pain that I feel! No, Richard! Stop it right now! How dare you order me! Richard. What? Wait. I'm sorry, Asbel. I didn't mean to say that. Are you okay? Is it your chest? It'll be okay. Let's just hurry to the South Bridge. We have the key now. Yeah, okay, but what about your wound? I'm all right. He barely struck me. It's nothing to worry about. Nothing? But I saw how deep it was. He's right. He actually looks just fine. He was bleeding like crazy. All right, that's enough, Asbel. Open the gate already. Right, got it. Er hat geblutet wie verrückt, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh mein Gott, Richard, das ist nicht gut. Titanschneide. Hier werden wir noch ausrüsten, ich glaube für Asbel. Ja, Asbel, okay. So, ich würde sagen, für heute haben wir genug Turm erkundet. Beim nächsten Mal schauen wir uns noch da oben um und danach auf der Ostseite. Und dann haben wir es hoffentlich hinter uns. Also dann, ciao, ciao.